zusammen. Ja. Erste Nacht in Monschau. Wann wollen wir mal aufstehen? Viertel nach acht. Auf geht's. So, hallo und herzlich willkommen jetzt hier auch vom PC-Schneidetisch zum Tag 2 auf meiner 3-Tage-Radtour von Aachen nach St. Veit über Gerolstein und durch das Kühltal runter nach in Richtung Mosel bei Trier. Ja, ihr seht, wir sind jetzt hier schon, beziehungsweise ich radel hier den steilen Berg hoch. Die Bärenburg von, die Straße Bärenburg heißt so, die von Monschau hochgeht wieder zur Bahntrasse. Gestern bin ich die ja schön cool runtergerollt und es war natürlich klar, dass ich die heute am 18. Juli 2024 auf meiner weiteren Tour wieder hochradeln muss. Ja, da waren dann noch zwei, glaube ich, Niederländer war es. Mit denen hatte ich mich dann später auf der Trasse auch noch unterhalten. Hier im Bild gerade zu sehen, das verrostete, symbolische Bahnhofshäuschen
von dem ehemaligen Bahnhof Monschau. Ja, jetzt bin ich auch endlich hier auf der Bahntrasse. Ihr seht, der Himmel wunderbar, ein paar schöne Wattebäusch-ähnliche Wölkchen am Himmel. Links wieder die Kilometrierung. Heute wären es circa, so glaube ich, 48, 49 Kilometer. Also insgesamt die Strecke von Aachen, Rote Erde bis nach St. Veit, so um die paar 90 Kilometer. Ja, leider kommt das jetzt hier so manchmal wegen der Belichtung, dass hier die dunklen Bereiche, da sieht man dann oben den Himmel nicht so schön. Aber ihr werdet noch sehen, es gibt noch ein paar ganz tolle Aufnahmen im Verlaufe. Ja, hier links geht's der Blick jetzt Kloster Reichenstein. Da ich mich unterhalten hatte mit den Niederländern, noch ein bisschen geradelt bin, die hatten auch in Monschau übernachtet und wollten dann abbiegen auf die andere Trasse, die ich schon mal vor 2 Jahren geradelt bin. Hier übrigens seht ihr jetzt mal, da die Belichtung sich ja immer automatisch einstellt, wie toll die Landschaft ist, auch mit dem Himmel. Es waren zwar ein bisschen Wolken da, was ich aber nicht unangenehm empfunden habe an dem zweiten Tag, zumal auch heute die Temperaturen weiter angestiegen sind. Es sollte ja bis Samstag sogar in der Ecke bis um die 30 Grad werden. Ja, hier bin ich jetzt auch schon in Kalter Herberg. Links ist eigentlich deutsches Gebiet von der, hier ist eigentlich so gerade noch belgisches Gebiet, Grenze. Alles nach rechts ist Belgien. Ihr seht hier links die Draisinen. Man kann dann hier seine Draisinenfahrt starten oder, wenn man aus der anderen Richtung kommt, auch beenden und wieder zurückradeln. Hier seht ihr die gerade rechts, weil ich vorne mein Schild am Fahrrad habe, hatte die Frau das gesehen, genau wie hier. Ich zeig dann immer drauf, dann können die Leute vielleicht auch später dann mal gucken, wenn das Video hier in meinem Kanal erscheint, und dann können sie sich dann auch sehen. Winke, winke von dieser Stelle aus nochmal. Übrigens habe ich vergessen, noch im ersten Teil dem Andi hallo und winke, winke von dieser Stelle nochmal nachträglich auch. Der hat ja die Tour am 20. Juli gestartet. Und so viel ich jetzt schon Stand heute weiß, hat er die in Geroldstein laut seinem Kurzvideo abgebrochen, weil da wohl dann auch wieder Regen und schlechte Wetter. Schaut euch einfach mal den Himmel an und die Landschaft. Ist das nicht toll? Das ist doch total grandios. Ja, und hier lassen mich die Draisinenfahrer gerade noch so mal eben durch. Und ja, ihr werdet auch nachher noch ein paar ganz, ganz tolle Landschaftsaufnahmen sehen können. Ja, nochmal kurz rückblickend. Heute am zweiten Tag meiner Tour von Aachen nach, ich sag jetzt mal, fast bis nach Trier. Beziehungsweise, ja, eigentlich Trier, weil Trier Ehrang, so heißt ein Ortsteil, Ehrang, da endet dann eigentlich meine Tour. Ich bin dann allerdings zum Übernachten in Kenn mit 2 N geradelt. Also ich musste dann über die Mosel rüberradeln auf die andere Seite hier von Norden aus gesehen, also südlich, die südliche Seite von der Mosel. Aber das war nicht keine große Entfernung jetzt eigentlich, wo die Kühltalstrecke dann geendet hat. Ja, hier ist übrigens der Abzweig. Wie gesagt, rechts geht es dann Richtung Malmedy, kann man sagen. Und Spa, wie gesagt, die Strecke bin ich vor 2 Jahren mal gefahren. Und die beiden Niederländer, die ich da getroffen hatte, die hatten vor, also heute in diese Richtung weiterzufahren. Und da konnten wir uns natürlich noch ein bisschen austauschen, weil ich die Strecke kenne. Da kommt man auch an der ziemlich bekannt sein dürfte,
also die Strecke, die Rennstrecke in Spa für die Formel 1 ist das wohl, die dürfte, glaube ich, schon so einigen bekannt sein. Als ich die vor 2 Jahren da langgefahren bin, da laufen ja auch immer so ein paar Testfahrten, das röhrt dann schon ganz ordentlich. Ja, wie gesagt, jetzt bin ich hier hinter dem Abzweig. Ich müsste noch mal nachschauen, gerade hier auf meinem rechten Kontrollmonitor, wo das ist, bei welchem Örtchen. Ich meine, das habe ich ja, glaube ich, auch eingeblendet. Das müsste dann auch immer in etwa zu sehen sein. Ich denke mal, das war hier bei Weimes. Genau, in Weimes, also östlich von Weimes, hatte ich, glaube ich, auch unten im Schrifttext, ne, dass ihr das nicht vergesst, da unten blende ich dann auch immer mal so ein paar zusätzliche Informationen ein zu dem, was ich hier jetzt so per Kommentar dazu gebe. Ja, und eigentlich finde ich, wie ihr hier jetzt seht, finde ich, ist die Strecke jetzt eigentlich so, wie ich sie ganz toll finde. Also der erste Teil vom gestrigen Tag von Aachen bis Monschau, das wollte ich eigentlich im Teil 1 noch hinzufügen, fand ich eigentlich nicht ganz so schön, weil die Belgier das immer, das ist ja ab Röttgen, so ein Stückchen weiter noch vor Röttgen, ist ja die ehemalige Bahntrasse belgisches Hoheitsgebiet. Und natürlich auch noch rechts und links ein paar Büsche und Sträucher, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Dadurch bilden sich dann natürlich auch westlich gelegen ein paar Enklaven. Enklaven sind also, die zu Deutschland gehören, Gebiete, die also quasi durch diese Bahn abgetrennt sind. Das ist tatsächlich so. Gut, das ist natürlich dem letzten Krieg geschuldet. Wer da genaueres wissen möchte, kann es ja gerne mal googeln. Aber wie gesagt, dieses erste Teilstück von Aachen bis nach Monschau, da auf dem Stück, wo es belgisches Hoheitsgebiet ist, da haben die nicht so wie hier, die Bäume stehen recht schön nah bis an den Weg und spenden dadurch viel Schatten. Das habe ich so ein bisschen da auf dem anderen Teilstück, wo es belgisches Hoheitsgebiet ist, von Röttgen bis nach Monschau vermisst. Da hat man sehr viel, einige Meter rechts und links, dann doch nur Gras gelassen und sehr weit nach hinten rechts und links von der Strecke gelegen, die Bäume erst stehen lassen. Und dann spenden die natürlich im Sommer, wenn die Sonne sehr hoch steht, nicht gerade viel Schatten. Ihr seht, das hier ist wunderschön. Und es kommen natürlich auch offene Stellen, aber ich sag mal so, bei so ab 27, 28 Grad und weiter drüber ist das natürlich dann nicht so schön, wenn das da so knalliballi breit weggeschnitten ist, rechts und links, und dann knallt da so richtig die Sonne rein. Also gut, wer Sonnenanbeter ist, für den ist das dann was, für mich ist das nichts. Ich versuche da immer so ein bisschen Sonne zu vermeiden. Darum habe ich auch einen Helm mit einer Hutkrempe mir gebaut. Werdet ihr wahrscheinlich gesehen haben, den habe ich auch heute mal mit. Genau, meine Frau wollte unbedingt, dass ich mit einem entsprechenden Sicherheitshelm fahre, also Fahrradhelm. Und das habe ich natürlich gemacht, aber eben mit meiner selbst angebauten Hutkrempe, weil die spendet nämlich Schatten und ein normaler Fahrradhelm tut das eben nicht. Ja, ihr seht, das ist jetzt hier mal ein längeres Stück. Ganz toll. Ich erzähle ja immer gerne ziemlich viel und ich habe ja auch viel zu erzählen. Was ich noch sagen wollte, es waren ja heute am zweiten Tag der Tour dann auch mal etwas mehr Kilometer, so um die 48, 49 Kilometer von Monschau hoch. Da hatte ich ja vorhin gefrühstückt. Im Hotel wollte man da so roundabout 20 Euro extra für haben. Ich war ganz froh, dass das Zimmer ohne
Frühstück inklusiv angeboten wurde. Es waren so um die 80 Euro plus minus irgendwas, ein paar Euro. Von daher war ich also ganz froh, dass das ohne ist, weil ich bin ja mit dem Rad da und bin dann eben halt runter in die Altstadt geradelt. Da gab es dann einen schönen Bäcker, der übrigens noch ein anderes Geschäft, was auch Frühstücks komplett Angebote hatte. Also von daher, und da steht man sich viel günstiger, zahlt man nur die Hälfte. Ich habe dann auch, glaube ich, noch ein Teilchen sogar zum Mitnehmen gehabt. Also von daher, ja, aber ein Zimmer unter 100 Euro zu bekommen, war auch schon nicht ganz so einfach. Ich nehme mal an, weil viele gesehen haben, ui, das wird jetzt mal ein paar Tage schönes Wetter, da radeln wir da auch lang und übernachten in Monschau. Und ja, anscheinend sind natürlich dann halt mehrere Leute auf die Idee gekommen. Es waren auch ganz gut einige Leute auf dem Weg, auch wenn das jetzt hier mal anders aussieht. Aber ja gut, es gibt natürlich dann immer so ein paar Teilabschnitte, wo dann ein bisschen mehr Betrieb drauf ist, wo vielleicht bin ich auch jetzt hier schon zur falschen Zeit unterwegs. Also wie gesagt, ich bin heute hier unterwegs auf dem Teilstück von Monschau nach St. Veit. Und das sind so roundabout 48, 49 Kilometer. Und von St. Veit aus wollte ich dann mit dem Fahrradbus rüber Richtung Osten fahren, also wieder Richtung Deutschland. Und bis nach Gerolstein, weil ich eigentlich vorhatte, beziehungsweise weil ich das dann auch so gemacht habe, mit dem Fahrradbus rüberzufahren und in Gerolstein wieder zu übernachten und am nächsten Tag dann im Kühltal, so über 70 Kilometer sollte die Tour dann morgen lang sein. Und da das ja nur flussabwärts geht, also dem Flüsschen Kühl, der fließt ja dann runter bis in die Mosel bei Trier-Erang, habe ich gedacht, 70 Kilometer auch mit dem vielen Gepäck und Gewicht, das ist bestimmt okay und machbar. Wobei ich jetzt schon mal verraten kann, dass ich da einen kleinen Kunstgriff gemacht habe. Ich habe da so circa 10 Kilometer eingespart. Aber das erseht ihr dann und erfahrt ihr dann im Tag 3, im Teil 3 des Videos nach diesem Video. Ja, hier hat man wohl anscheinend auch einen kleinen Tunnel gehabt. Oder ich nehme mal an, es war ein tieferer Einschnitt mit einem Straßenbrückchen oben drüber, weil man musste hier die Rampe hoch und wieder die Rampe runter. Also die ursprüngliche Strecke ist hier links wohl, wo die Bäumchen waren. Aber das kennt man ja hier von unseren ehemaligen Bahntrassen, die zu Radwegen umgebaut worden sind, auch hier im Bergischen Land. Ja, und jetzt bin ich hier auch schon mal, ich weiß jetzt gerade nicht geguckt, Born heißt das, glaube ich, oder? Nee, Born nicht. Bin ich jetzt hier in einem Örtchen, hatte ich gedacht, vielleicht mache ich hier ein Päuschen rechts da in dieser Gastro. Ihr seht, da sind auch viele Fahrräder. Dann gibt es hier auch eine Touristeninfo. Bin ich jetzt alles, letztendlich habe ich alles nicht genutzt und bin da nirgends rein. Warum auch immer. Naja, gut. Ja, und ihr seht landschaftlich, ne, jetzt ist es mal ein bisschen offener und mal hier der Blick links und später auch mal so mal nach rechts etc. Also landschaftlich, muss ich sagen, ist Abkelter Herberg. Ich bin die Trasse ja schon, wie gesagt, bis zu dem Abzweig, wo es dann runter geht nach Malmedy bei Weimes oder wie das hieß. Das kleine Örtchen bin ich ja schon gefahren, aber das Stück ab Weimes bis nach St. Veit kannte ich also so noch nicht. Und ich muss wirklich sagen, das ist echt ganz, ganz toll landschaftlich, wunderschön. Und aber wie gesagt, zu bedenken,
an sehr sonnigen, heißen Tagen gut eincremen, wer so Hitze gut vertragen kann. Ja, hier die Freiherr von Korfbrücke in Born, also das ist jetzt hier Born, Vorort von St. Veit. Ja, merkwürdiger Name, Freiherr von Korf. Ich nehme mal an, ich weiß es jetzt nicht genau, geschichtlich gesehen, hier, das sind ja auch belgische Gebiete, die deutschsprachig sind, und ich glaube, die waren irgendwann mal bis zum Ersten Weltkrieg oder davor, ja, bis ist ja dasselbe wie vor, irgendwie mal deutsche Gebiete. Könnt ihr ja gerne mal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Aber ich glaube, irgendwie sowas in der Richtung ist das. Ich glaube, Belgien ist ja, glaube ich, sogar offiziell dreisprachig, amtssprachenmäßig. Deutsch, Französisch und Flämisch, also Niederländisch, wenn mich nicht alles täuscht. Asche auf meiner Haupt, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe, aber ich meine, das wäre so. Und von daher ist wohl die deutsche Minderheit hier eben auch sprachlich repräsentiert. Hier übrigens links so ein schönes kleines Pausenschutzhäuschen. Und von daher, aber gut, was mich so jetzt gewundert hat, unterwegs war noch ein Radfahrer, dem hier nochmal wunderschöner Blick jetzt nach links mit den Schäfchenwolken. Einfach grandios und also wunderschön. Also Leute, ich war wirklich hin und weg von der Landschaft. Einfach toll. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, eben diese deutsche Männer. Da war irgendein Radler, der hatte seinen Schlupf da am rechten Fußpedal. Da habe ich dem irgendwie gesagt, guck mal da nach unten, und dann bin ich vorausgefahren. Der hatte mich dann wieder eingeholt und mich angesprochen auf Französisch. Ich sage, no, français, irgendwie so. Ich spreche ja nun mal leider kein Französisch. Dann hat er mir noch irgendwas erzählt und auf Französisch. Also gut, wenn das jetzt hier die deutsche Minderheit ist, habe ich so gedacht, okay, dann spricht da wohl vielleicht auch, sprechen da auch viele Deutsch, aber gut. Vielleicht dieser Radler in dem Gebiet war er vielleicht touristisch, obwohl er hatte jetzt nicht viel Gepäck oder Taschen. Er hatte nur eine Radlertasche, die war auch klein. Ich nehme mal an, dass das schon ein Einheimischer war hier aus der Ecke, aber naja, gut. Müssen ja nicht alle zwei oder drei Sprachen beherrschen, warum auch immer. Ja, das war so ein kleines Dönken-Geschichtchen, sagt man hier, Dönken zu im Bergischen. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier im Video auch schon in St. Veit angekommen. Das ging schneller, als ich gedacht hatte. Ich hatte nämlich eigentlich den Fahrradbus gebucht, weil ich die Betreiber da angeschrieben hatte per E-Mail, und auch, wie gesagt, sehr zu empfehlen, sehr freundlich, sehr schnell. Man kriegt auch sofort am nächsten Werktag Rückantwort per E-Mail, und die schrieben, ich sollte den Fahrradbus buchen. Und was natürlich immer ein bisschen blöd ist, wenn man mit dem Rad unterwegs ist. Man weiß ja nie, ob man auch pünktlich durchkommt, ohne Panne, und wie man so aus der Puste etc. pp. Ist. Aber gut, den hatte ich dann für 17 Uhr gebucht. Jetzt war ich aber hier schon um 2:30 und der fährt alle 2 Stunden. Naja, okay. Aber ihr seht, jetzt bin ich hier in St. Veit. Auch die Reklamen und Geschäfte sind alles deutsch. Also deswegen hatte mich das mit dem Radler, der mich da angesprochen hatte, auf Französisch, dann leider irgendwie ein bisschen irritiert. Aber okay. Ah, übrigens noch, die Buchung kostet online für das Fahrrad 3 Euro und für die Buchung selbst 2 Euro. Also 5 Euro war ich los. Für einen Bus, den ich um 17 Uhr nicht genommen habe, weil ich dann 2 Stunden eher fahren konnte. Hier der Blick im Bus mit dem Fahrrad, konntet ihr gerade sehen. Ich bin jetzt hier auch schon wieder in Gerolstein, beziehungsweise bin jetzt in Gerolstein angekommen. Die Fahrt dauert so circa 1,75 Stunden. Ich fahre jetzt hier
durch die Einkaufszone oder Geschäftsstraße, wie auch immer, muss man leider den Berg hoch, jetzt in Richtung meiner gebuchten Ferienwohnung. War auch so um die 80 Euro. Frühstück gibt es in der Ferienwohnung sowieso, meistens nicht. Ja, denkt dran, bitte Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und über ein Abo würde ich mich natürlich ganz besonders freuen, weil erst ab 1000 Abonnenten werde ich an den YouTube-Werbeeinnahmen beteiligt. Aber dadurch wird man nicht reich. Das nur so am Rande. Also, freut euch auf den Teil 3, den Tag 3 und Teil 3 für das nächste Video. Also, winke, winke, macht's gut. Ich komme gleich in meiner Ferienwohnung an. Guckt euch noch die letzten Bildchen an. Da ist auch noch eins von innen in der Ferienwohnung. Also, nochmal, winke, winke, macht's gut und tschüss.